Sind das schwierig? Sind das komplizierte Fragen? Ja, im Grunde genommen ist es ja so, dass wir in unserem Büro die Arbeiten machen, die wir machen können. Das heißt nicht die Vorstellung davon, sondern mit wie vielen Leuten kann man eine Arbeit machen, so wie man sich die Arbeit vorstellt. Das heißt, dass wir werden nie viele Leute sein, sondern immer so ungefähr 10, 12, um einen Entwurf nicht nur als Konzept zu betrachten, sondern die künstlerische, baukünstlerische Durcharbeitung bis in die Konstruktion. Und die Konstruktion repräsentiert lokal an einem Ort auch wieder den städtebaulichen Entwurf und den Entwurf selbst, dass wir Zeit dafür haben und uns immer mit diesen Fragen intensiv beschäftigen können. Also wir leben ja in einer Zeit, wo die Bauphysik und alle diese Gespräche dermaßen Einfluss genommen haben auf die Gebäude, dass es nicht mehr so ist wie in der klassischen Moderne, in den 60er Jahren. Es ist aber auch nicht so wie bei Palladio. Das sind für uns großartige Zustände, weil die Handwerker und die Bauten einfach warten. Bei palladianischen Villen hat es keine Abstellräume gegeben, keine Toiletten in der Wohnung und so weiter. Und wir haben heute alle diese Fragestellungen, zum Beispiel im Wohnungsbau, und dann gehen unsere Bauteile nicht mehr von innen nach außen und von außen nach innen, sondern wir haben hier eine Zäsur. Und das, wenn man die Architektur und was eigentlich konkreter heißt, die Baukunst nicht verlieren will, dann muss man sich diesen Dingen annehmen. Und Europa ist im Moment voll von bauphysikalischen Glashäusern, die einfach sehr einfach zu denken und zu machen sind, die aber für den kollektiven Raum, weil sie keine Sinnlichkeit, weil sie keine Gestalt haben oder keine Durcharbeitung, die fürs Auge mehr gibt, oder? Als nur einfach eine Hülle zu sein, auch einen großen Einfluss haben auf die Aufenthaltsqualität, auf die Anmutung von den kollektiven Räumen. Und der erste Entscheid in meinem Beruf war ja gar kein Entscheid, sondern ich wollte nur diesen Beruf lernen. Ich habe auch eine Matura gemacht. Und in der Matura hat man so eine Sprache gelernt. In der ersten Klasse hat man nachsitzen müssen, also man hat länger in der Schule sein müssen, wenn man den Buchstaben A so gezeichnet hat und wenn man irgendwas gesagt hat. Man hat unbedingt das so zeichnen müssen und unbedingt A sagen und nicht B. Und mit der Zeit und nach langen Jahren hat man vielleicht so vor der Matura sogar wirkliche Literatur lesen können. Ob ich es verstanden habe, weiß ich immer noch nicht. Aber man hat es gelesen und man hat vielleicht sogar etwas wie im Unterschied zu einer präzisen Äußerung, ich möchte dieses Brot haben, ein Kilo weißes Brot, hat man vielleicht sogar eine Emotion formulieren können. Und dann beginnt man diesen Beruf als Architekten und beginnt wieder von Null. Weil bis zur Matura hatte ich keine Ausbildung betreffend in meinem Beruf. Das heißt, das Organ, wie ich meinen Beruf wahrnehme, das Auge, wurde nicht gebildet. Nicht? Das heißt, ich habe bei Null begonnen. Das hat mir nichts ausgemacht, aber ich habe wirklich bei Null begonnen. Ich hatte keine Farbe. Ich wusste schon, dass es ein Rot gibt und ein Blau, aber was mache ich mit dem in meinem Beruf? Und ich hatte keine Sprache. Das heißt, ich musste ganz tief und ganz unten beginnen und habe dann so das einfach mit Hilfe von anderen Freunden, die älter waren auch, und mit Hilfe von der Schule, habe ich das so ganz langsam begriffen, um was es geht.
Das hat bedeutet, dass ich nur ganz einfache Bauten in jeder Epoche, aber nur immer die einfachen Dinge, fähig war zu verstehen. Nicht? Und so individuelle Sprachlichkeiten, wie sie dann vielleicht bei Mies geäußert wurden oder Le Corbusier geäußert wurden, musste ich zuerst lange, lange Zeit diese ganz kleinen Schritte machen, um die zu begreifen. Gesehen habe ich sie schon, aber ich habe sie nicht begriffen. Und der zweite Punkt, das ist kein architektonisches Gespräch mehr, ist eigentlich, als Person muss man sich im gesellschaftlichen Zusammenhang positionieren. Man kann nicht Schönheit an sich produzieren, sondern man muss eine Haltung zu dieser Gesellschaft und zur Zukunft besitzen und haben. Das ist der zweite Punkt. Und darum war das, was ich unter Sprachlichkeit so angefangen habe, zu untersuchen und zu schauen und versuchen auch zu erkennen, indem ich geschaut habe, habe ich ganz zwingend immer die Dinge gesucht, die zwingend Nachbarschaften ermöglichen. Nie eine Einschränkung waren in einer Äußerung, das hat mich die Geschichte gelehrt, oder? Dass jede Epoche immer ihr Lebensgefühl formulieren konnte und zu gleicher Zeit Acht geben, dass Nachbarschaften erzeugt wurden und dass man das versteht. Und alle diese Sprachen, die zu individuell gedacht wurden, die habe ich verworfen. Und das hatte für mich bedeutet, dass ein Architekt, und das hat es damals gegeben, wenn er den Kreis als Grundform für ein Einfamilienhaus gewählt hat, wo er dann eine, anstelle vom Taufbecken Toiletten macht oder gar nicht weiß, wie zum, dass das für mich nicht zählte, formalistisch war, keinen wirklichen Inhalt hatte und so weiter. Das kann man dann ableiten und jetzt wissen Sie selbst, welche Sprachlichkeiten ich nicht akzeptiere und welche schon. Weil das ist unser Hauptproblem heute und das müssen wir den Jungen vermitteln, dass die Sprache nicht beliebig ist. Oder? Ja. Das ist ganz wichtig. Und wenn zum Beispiel Daniel Liebeskind fürs Jüdische Museum eine extraordinäre, eine spezifische Sprache entwickelt, dann ist das eben die Ausnahme von der Regel. Wenn er nachher dann aber in Bern dasselbe Prinzip anwendet für ein Shoppingcenter, dann kommen sie in die Krise. Und das ist das Einzige, ich sage nicht, das ist besser als das. Ich sage einfach, das müsst ihr euch überlegen, wie präzis und wie beliebig die Sprache ist, der ihr operiert. Und die Medien oder die Leute, die nichts verstehen, die finden das immer originell. Dabei ist das vielleicht alles andere als originell. Und in dieser Situation stehen wir. Und unsere Aufgabe für die Zukunft ist das Weiterbauen im Bestand und nicht ganze Quartiere und sagen, die Stadt muss so ausschauen oder so. Das gibt's gar nicht. Also wir müssen gute Quartiere herstellen. Und für diese Diskussionen braucht man auch Zeit, oder? Und das sind so. Und wenn ich dann auf die Schule zu sprechen komme, ist ja das Erste, was man feststellt. Und das muss man auch sagen, dass die Umgebung von diesen jungen Menschen in der Gesellschaft immer mehr vereinheitlicht wird über die fehlende Diskussion der politischen Parteien und den Lebensvorstellungen für die Zukunft. Und dann ist der erste Schritt, dass man ihnen vielleicht eine Spur hilft, die Welt zu eröffnen. Einfach zu sagen, ist das Gewohnheit, was du sprichst? Oder ist das deine selbstgewählte Entscheidung, dass man so Dinge aufmerksam macht? Das ist, finde ich, sehr wichtig, parallel zu der spezifischen Berufsausbildung.
Diese Dinge sind mir sehr wichtig, und weil ich mich permanent an der ETH zurückerinnere, wie wenig ich hatte als Architekt damals, fordere ich auf der Ebene nur, dass sie ihr wie soll ich sagen, das, was sie in diesem Bereich haben, nehmen. Die Bildung ist noch ganz zart am Beginn, oder? Die Bildung. Aber die Emotion, die hat man auch als jung, oder? Und das ist der Profit, also das ist nicht der Profit, das ist das was man hat. Oder? Da hat man auch nicht so viel dazu beigetragen, man muss es einfach eröffnen. Und diese emotionale Intelligenz auch, die muss man kombinieren mit etwas anderem, also mit der Ratio. Aber diese emotionale Intelligenz, die gibt's eben, oder? Und darum muss man das so öffnen, damit nicht die Jugendlichen oder diese Jungen so versucht werden, sich einfach in der Gegenwart zu orientieren und zu denken, was hat der jetzt auf der anderen Seite der Welt über Nacht hergestellt und jetzt muss ich das Neueste bringen. Das bringt einen total in die Krise. Sondern man muss ein bisschen schauen, was allenfalls müsste die Zukunft für ihn selbst bedeuten oder sie und was wollen wir in die Zukunft erreichen. Und da gibt es vielleicht auch einen Bruch mit der Gegenwart oder ein Konflikt mit der Gegenwart, wer weiß. Aber das muss man zulassen und sonst geschieht gar nichts. Und das ist ein Teil neben, also wegen, weil Sie gefragt haben wegen der Ausbildung, das ist ein Teil, die Situierung einer Persönlichkeit in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und der zweite Teil ist dann das Berufsspezifische, wo man sehr genau über Dinge sprechen kann. Und ich meine, unser Beruf hat eine ähnliche Genauigkeit wie ein physikalischer Beruf oder ein naturwissenschaftlicher Beruf. Der Unterschied, denke ich immer wieder, oder das könnte vielleicht auch falsch sein, aber trotzdem bringe ich immer wieder das Beispiel zur Malerei, ist, dass der Maler über das Prinzip vom klassischen Bild immer ein Format wählen konnte, einen Rahmen allenfalls herum macht und in diesem Bereich drinnen war sein Universum. Und das hängt manchmal auch im Museum, hängen verschiedene Universen nebeneinander. Und der Rahmen trennt sie. Und wir Architekten, wir machen die gesamte Arbeit in einem Kontext. Zur Landschaft, zu Nachbargebäuden, in der Stadt. Wir haben den Rahmen nicht, den Bilderrahmen nicht. Und das ist der Hauptunterschied für mich. Da wir ja unsere Berufe, diese spezifischen, und wir können ja abmachen, ich verstehe etwas von Bildhauerei, von Malerei und vielleicht vom Film ein bisschen und kann Bücher lesen und von meinem Beruf, oder? Das sind also alles, vieles von diesen Teilen sind visuell wahrnehmbare Dinge. Aber in der Konzeptkunst kenne ich mich zu wenig aus, oder? Aber wenn wir mal von dem ausgehen, oder? Ist es so, dass natürlich ich grundsätzlich denke, dass alle diese Berufe der liebe Gott uns sicher nicht geschenkt hat. Wie die Berge oder der Tannenbaum oder die See bei ihnen, sondern die haben die Menschen erfunden, um miteinander zu kommunizieren. Das heißt, es braucht Konvention, keine Privatisierung. Und wenn ich meine Sprache privatisiere, im Moment, gerade jetzt, dann müsst ihr das abstellen, weil das bringt dann nichts mehr, weil ich mache irgendwas, oder? Und niemand versteht das, oder? Und alle diese künstlichen Berufe haben die Menschen erfunden, um gewisse Dinge zu äußern. Und Malerei oder Baukunst ist einer von diesen Berufen.
Und man spricht nicht nur, indem man spricht. Man spricht auch mit einem Gebäude oder mit einem Bild oder wenn man, oder man schreibt. Und das ist eigentlich letztlich für mich nur teilweise wahr, dass es verschiedene Bedingungen gibt. Das ist nur teilweise und vielleicht dann in der neueren Zeit verstärkter. Aber die Fragestellung ist in allen Berufen ähnlicher Natur und einfach das Talent oder die Begabung oder das, was man nicht kann, entscheidet dann, dass man das macht und nicht das andere, oder? Also ich habe Schwierigkeiten, Farben zu mischen und Menschen zu zeichnen. Das heißt, auch wenn ich eine große Affinität hätte, könnte ich das nicht richtig. Und ich liebe diese abstrakten Linien, einfach nur die Linien. Und dann gibt es einfach den Beruf dazu. Musik spielen kann ich sowieso nicht, oder? Weil das ist schwierig, da muss man mit dem das machen, das bringe ich nicht zusammen, oder? So. Und darum, und das ist dann einfach so etwas, wo Sie sagen, diese Sprache, die ist geeignet für mich. In Zürich, eben sehr jung und unerfahren war, habe ich das Glück gehabt, dass mich mein Physiklehrer, obwohl ich sehr schlecht war, aber er eben eine großzügige Person war, hat mich zu Rudolf Olschatti geschickt und gesagt, ich soll doch dort mal schauen gehen. Und er hat ja gerne Architektur selbst auch gehabt. Und dann habe ich in Zürich Arbeiten von Josephson im Tagesanzeiger-Magazin gesehen, mit einem Artikel von Paul Nison. Und dann hat mir das angesprochen und am Schluss hatte ich den Rudolf Olschatti, den Josephson und die ETH. Diese waren viel älter, man hat auch gelernt und so weiter, man hat auch so viel mitbekommen, dass man gar nicht verarbeiten konnte jeweils. Aber man hat natürlich enorm viel gelernt, oder? Mich total befreit von vielen Dingen, weil ich da versucht habe, bei einem Haus habe ich zwei Relief im Kopf gehabt und dann habe ich die Pfeiler gemacht und dann habe ich die Relief nachgemessen und die waren breiter als der Pfeiler und damals war ich noch so beschränkt gewesen, dass ich gedacht habe, der architektonische Pfeiler muss so breit sein wie das Relief und ich musste die ganzen Proportionen vom Haus ändern. Oder? Alles, wir haben die 1:50 Pläne schon gezeichnet, musste ich alles nachkorrigieren, diesen vielen Zahlen, oder? Und dann habe ich viele Zeichnungen, mit der Zeit hat man gemerkt, ja, die Plastik muss ja nicht gleich breit sein wie das architektonische Element, aber da muss man irgendetwas machen, oder? Und das ist dann eben das Spannende, oder? Und es wird immer reicher dadurch. In der Schweiz haben wir diese Zeitschrift, die heißt auch Werkbauen und Wohnen. Und wenn Sie so eine Zeitschrift nach dem Krieg anschauen, dann sind alle diese Gattungen, diese Berufe, über die ich spreche, Architektur, Bildhauerei, Grafik, Malerei, Kunstgewerbe, sind alle gleichmäßig vertreten in der Zeitschrift. Und heute gibt es nur noch Architektur. Und das ist der Fehler. Und wenn ich, oder? Weil die Architekten bilden sich nur mit Gebäuden. Und ich lerne so viel von Malerei. Ich lerne so viel von Bildhauerei. Ich kann das alles belegen mit Gebäuden. Ich habe von Matisse relativ lange ein Stillleben gesehen. Das war ganz konventionell konstruiert, so über Raum und Fenster und das Modell und der Maler. Und da hat es einen Boden, eine Wand, eine Fensteröffnung und eine Decke. Die Raumfigur war konventionell. Und das Bild habe ich etwa 10-mal gesehen. Und vielleicht beim 10. Mal habe ich etwas erkannt, so richtig. Und das war der Punkt, dass er gegen diese Hauptelemente hatte die Farbe Schwarz. Erstens einmal unmittelbar in der Umgebung vom Fenster angelegt, also dort, wo eigentlich die Helligkeit am stärksten ist,
hatte das Schwarz, das war so wie das Gegenlicht, oder? Also man schaut ins Licht und dann wird es dunkel. Man wusste aber, dass es weiß war, darum wurde das immer hell gemalt, aber dann hat er einfach den Augendruck verstärkt. Und er hat Boden, Wand, übergangslos über die Raumkonstruktion mit Schwarz belegt, oder? Und das sind auch seine Teppichbilder, da geht einfach die Ornamentik vom Teppich geht in die Wand. Und wenn man das dann erkennt, oder? Seit diesem Punkt ist für mich der Raum immer noch derselbe Raum, aber ich nehme Materialien, die am Boden sind, manchmal für die Wand und dann die Wand so. Und das hat eine Riesenfreiheit gegeben in der Materialisierung, oder? Der Raum, die Proportion, das ist ähnlich. Aber man hat gemerkt, und es gibt, wie man das so belegen kann, und es gibt ungeheure frische Eindrücke, Raumeindrücke. Das habe ich von der Architektur nicht gelernt, oder? Und einer der wenigen, der uns pragmatisches Bauen vorführt, zum Beispiel explizit heute noch vorführt, ist Palladio. Der interessiert mich nicht auf der Ebene, wie die Kunstgeschichte ihn behandelt, sondern wie er, das natürlich auch, aber vor allem interessiert mich, wie wundervolle Gebilde er ganz ökonomisch gebaut hat. Also materiell wie baukünstlerisch. Weil er nicht alle Teile gebaut hat. Er hat ans Auge appelliert, das ist so quasi, wenn er eine Notiz da macht, dass man alle bekannten Teile automatisch einfügt mit dem Auge oder sofort weiß, was es ist. Und das ist natürlich kostengünstig. Und seine Gebäude waren ja nicht für die Reichsten gebaut. Und so, und das ist der Stoff, oder? Und der Klassizismus, der so abgeschlossener ist, der hat auf mich keinen Einfluss, oder? Und Palladio ist ungeheuer, ein ungeheurer Baukünstler und intelligent in meinen Augen, enorm intelligent gewesen und pragmatisch. Und das finde ich toll, oder? Echt. Und das muss man den jungen Menschen schon erklären, das ist klar. Aber sie beginnen mit diesen jungen Menschen auch einfach von Anfang an. Ich glaube, das ist bei uns so wie auch bei der Mathematik und so, dass nur das Annehmen von Formeln, nur das Behaupten, dass die Naturwissenschaften eine Erkenntnis hat und die ist gültig, wie viel Mal haben die Dinge ändern müssen, wo man behauptet hat, es ist so. Und die Einbildung dann auf das, dass man weiß, wie es ist, das ist der Tod für alles Frische und Neue und Produktive, oder? Es ist mehr so eine Bildung, dass man ein Verständnis bekommt, aber dass man sich fragt, warum und wieso, das ist schon etwas, das wichtig ist. Und vielleicht nochmals zurück zu dieser Frage wegen den jungen Menschen oder ob man so etwas vermittelt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses allgemeine Wissen zurzeit in der Schweiz einfach sehr klein ist. Und kaum jemand geht in der Geschichte zurück. Und die Geschichte hat ja zwei Möglichkeiten. Oder sagen wir mal so, meine Situation, die kenne ich genau. Die ist so, dass ich mich orientiere und bilde in der Geschichte. Alles, was da drin ist und was sich da zeichnet, das ist die Zukunft. Und die Gegenwart, das weiß ich manchmal gar nicht, wie viele Stunden im Tag ich in der Gegenwart bin. Oder? Also das Präsens in der Schule, das ist bei mir so ganz minimiert, oder würde ich behaupten. Also wie hundertprozentig in der Gegenwart bin ich. Und die Welt ist ja im Moment so, dass jeder, wenn er was tut, eine Erfindung macht. Das finde ich sowieso schlecht. Und behauptet, er sei der Erste. Und das muss man alles brechen. Oder? Und das Tolle ist eben, wenn man sich auskennt in der Geschichte ein wenig, dann wählt man sich die Freunde da. Ob sie gestorben sind oder nicht, oder? Und da kann man sich orientieren. Oder? Und wenn sie mal
wegen dem Schöpferischen oder wegen dem Arbeiten und so weiter, gibt es so von Gertrude Stein ein gutes kleines Buch, Was ist ein Meisterwerk? Oder? Und da drinnen hat es auch eine Äußerung, die sie zitiert von Picasso, und der sagt einfach, er weiß nicht immer, wer Einfluss auf ihn hat oder wer ihn beeinflusst. Hauptsache ist, dass er sich selbst nicht beeinflusst. Oder? Und das ist ja das, was heute so wie abgelehnt, man gibt keine Quellenangaben, man sagt nicht der Einfluss, und das ist das erste Unglück, das passiert. Weil das hält man nicht aus. Die ist ja genau gleich korrupt. Das haben Sie ja in Deutschland gesehen, mit diesen Politikern, mit den Doktortiteln, die einer nach dem anderen abtreten mussten. Das ist ja heute alles korrupt. Ich finde es so korrupt, oder? Mit so viel Papier, so nichts aussagen. Und jede wissenschaftliche Arbeit wird, die ein Werk ist, wird durch vier dividiert, damit man am Schluss sagen kann, man hätte vier Publikationen als eine. Und vier Publikationen bekommen Sie eben Ihren Lehrstuhl. Und bei einer nicht oder bei keiner sowieso nicht. Und das wäre meine erste Empfehlung, dass ich keine Publikationen zählen würde, sondern ich würde nur den Inhalt prüfen von der Person, die Sie einstellen. Die Menge interessiert kein Mensch. Diese Autonomie und diese Zivilcourage und diese Selbstständigkeit im Denken und all das, was wichtig, das müssen wir enorm zurückgewinnen. Sonst tun wir uns nur noch selbst beurteilen und tun so diese Publikationen und die Apparate sind ja vollgestopft mit jedem Zeitungsartikeln und so. Und das ist dermaßen gegen das Leben, oder? Das finde ich alles. Wer glaubt an das? Müssen wir uns doch befreien von diesen Dingen. Und sagen wir entweder interessieren wir uns für etwas oder nicht. Wenn Sie ein Gebäudeentwurf haben, ist die Struktur und die Proportion von diesen Strukturen. Und wenn ich da einen Monat diese Proportionen kalkuliere für das ganze Bauwerk und das im Bereich von 10 und 5 Zentimeter so untersuche, glauben Sie, der TU sagt, ich dürfte das nicht machen. Ich bin da völlig frei. Und das ist keine Frage vom Geld. Aber dann habe ich eine Stabilität, wo es auf dem Bau auch manchmal einen kleinen Fehler geben kann. Das bricht nicht zusammen. Wenn Sie aber sagen, die Fuge muss 100 Meter lang 1 Zentimeter sein, und wenn das nicht ist, dann breche ich das ab, oder? Dann sind sie geliefert. Und die künstlerische Äußerung ist nicht die, oder? Und das ist einfach so. Eine, wenn man hierarchisch denken kann und so, finde ich, im Moment ist die Stärke darin, dass man sieht, wie Gebäude Leben adaptieren können und Unvollkommenheiten adaptieren können und getragen werden durch etwas, das im Grunde genommen immer noch zu 100% in der Hand vom Architekten liegt. Und der Kontakt mit jungen Menschen, glaube ich, ist auf der Ebene. Und wenn ich ja zum Beispiel eine Schule vorschlagen könnte, würde ich ja so den Entwurf als Hauptfach sehen und eingebunden und ganz stark dazu eingebunden. Natürlich diese Dinge, die Entwurf auch ausmachen, da hat es Statik und Baukunst und alles dabei, aber dann nur noch Zivilisationsgeschichte. Also wo man dann sagt, der Palazzo in Genua hat es gegeben, weil... Nicht, weil der Architekt gesagt hat, gibt es ein Palazzo, weil die Genuesen in einer gewissen Zeit in Italien und europaweit bei ihnen diese Söldner bezahlten und das Geld kam von Spanien und zwischendrin lag Frankreich und die Genuesen haben da das Geld gemacht und darum hat es diese Palazzis gegeben. Und das ist bei Palladio-Villen dasselbe, das ist beim Petersdom. Bei allen Dingen gibt es ein gesellschaftliches Motiv, ein brennendes Indiz dazu, dass man sagt, ich lebe in einer anderen Zeit, ich
orientiere den Menschen mehr auf die Gegenwart, auf das Weltliche. Und dann bricht man plötzlich durch diese vertikalen Strukturen von einer mittelalterlichen Stadt horizontale Straßen. Das war kein ästhetischer Wunsch von irgendeinem König oder was auch immer. Das war ein Äußerung von Lebensgefühl. Und mit Bauten und Malereien und Musik und weiß nicht was alles, äußert man immer die Lebensgefühl. Und das kann man nur machen, indem dass man einfach das auch zulässt. Dass man auch Sinnlichkeit einfordert und sagt, das Leben besteht ja nicht nur aus einem Geschäft. Ich würde nie das Perfekte suchen. Ich würde einfach so sagen, wir haben Annäherungen an etwas, das wir uns vorstellen, und das hält uns auf Trab. Sonst würden wir auf dem Bett liegen und essen und sagen, ich habe es gemacht. Oder dass man ja es nie erreicht, ist ja eigentlich auch eine... Und das Leben ja viel komplexer ist. Und das würde ich schon zulassen, oder? Aber nicht prinzipiell, oder? Ich würde einfach sagen, wenn etwas richtig angelegt ist. Und darum kann ein junger Mensch eben eine wunderbare Geschichte bauen, wenn sie nur aus drei Dingen entsteht. Weil das, was er macht, zu 100% empfunden wurde. Und da kann es Fehler drinnen haben, wir interessieren die schon, wenn das Ganze stimmt. Wenn das Ganze aber vor lauter Angst und von lauter Kommerz und Bequemlichkeit einfach schon als Ganzes nichts ist, das ist öde. Aber der Fehler ist nie öde. Der Fehler steht in einem gewissen Zusammenhang mit etwas. Der Fehler ist einfach etwas Komplexeres. Und in der Kunst manchmal... Oder der Widerspruch ist in der Kunst auch sehr positiv. Und das hat mich Goethe gelehrt und nicht die ETH. Weil ich das nicht verstanden habe und er in seinem Büchlein über die italienische Reise eigentlich diese Bauten sehr geschätzt hat aus der Renaissance. Er spricht dann von Palladio, aber der war ja nicht der Erste. Und dann hat er ganz einfach gesagt, das sei doch ein Widerspruch, dass man für ein Gebäude... Ich erkläre es jetzt ein bisschen komplex, wo eine Wohnung drinnen ist, eine offene, im Grad maximal offene Struktur wählt, nämlich eine Säulenstellung. Die war ja von den Kultbauten hergegeben oder von Klima. Und dann tut man in diese Leere eine Wand hinein, weil man das schützen muss, intimisieren, und in die Wand macht man wieder eine Öffnung. Insgesamt sei doch das ein Riesenwiderspruch. Aber wie Palladio das gemacht hat, sei wunderbar. Oder? Und das ist, um das geht's, oder? Und so sind ganz viele Dinge entstanden, oder? Und dann gibt es einfach dieses neue Zeichengerät, der Computer. Das muss man auch besprechen, dass das ein Zeichengerät ist, dass das aber kein Ersatz ist für Leben oder Fantasie. Und dass ein Stift und ein Blatt ungeheuer ökonomisch ist und schneller und provisorischer. Und wenn man unter Umständen im Tram sitzt oder im Café oder auf dem Bett liegt, ist ja der Computer nicht immer da und dann tut man nichts. Also das, wie ich möchte immer, dass gezeichnet wird. Ich meine, es gibt nichts Besseres und wir können Landschaften morphologische zeichnen mit wenig Linien und Sie sehen schon die Mulden und so. Und das darf nicht verlernt werden. Das ist eines, und das andere ist, dass die Erfahrung mit den Studenten, die ist unterschiedlicher Natur, oder? Meisten Freude habe ich, wenn man jemand so erreichen kann, dass es so wie etwas gibt, oder? Und das entsteht manchmal ganz einfach, indem dass man die Skizzen durchschaut und sagt, warum hast du das nicht gesehen und das, du hast es ja selbst gezeichnet. Und plötzlich fällt das wie Schuppen von den Augen. Das kann es manchmal auch geben. Das ist nicht ein Land, sondern ist dann ganz rasch wie ein anderes Niveau. Oder? Die Arbeit mit den Studenten, wissen Sie, wenn ich so summarisch erzähle, da kommt ja einfach alles so hinein. Und bei den Studenten kann man das auch immer so tun.
Und dann zähle ich nicht damit, dass sie alles verstehen. Das kenne ich auch aus meinem, sondern die Memorierung von etwas ist etwas ganz anderes, dass wenn jemand Interesse hat, dann bleibt das da. Und wenn man 4 Jahre gearbeitet hat, das hat er ja mal gesagt. Ja, das ist es. Das muss nur deponiert sein. Irgendwann kommt das. Aber das Erkennen, das geht langsamer. Das geht schrittweise. Ich möchte eigentlich keine Projekte, die so allglatt daherkommen und sagen, die Welt ist für mich in Ordnung. Ich habe lieber Projekte, die so sperriger sind und Fehler haben, aber wo es um etwas geht, oder? Und ein Risiko drinnen ist. Ja, Fragen und Risiko und so weiter. Und ich habe auch schon Studenten gehabt, die eben intelligent waren, die haben gesagt, aber es könnte doch nicht sein, so eine gute Note. Da habe ich gesagt, doch, der Fehler ist ja an den Tag gekommen. Und das heißt, das Niveau war hoch, damit dieser Fehler so kristallklar, also es war ein Scheitern auf hohem Niveau. Und das ist etwas Tolles, oder? Nicht? Ja, im Entwurf geht es so, dass sie machen eine Skizze. Und das war auch am Anfang vom Studium das Unvermögen. Also man hat eine Skizze und dann nimmt man ein Messgerät und dann hat so Millimeter. Und dann habe ich den Assistenten gefragt, ich kenne mich nicht, ich weiß nicht wo, da sind ja 4 oder 5 Striche, sind ja möglich, oder? Wie ich das Maß machen muss. Und damals war die ETH ein bisschen absent, war noch sehr politisch und in der Semantik daheim und so weiter. Und so war schon, aber man hat noch nicht so Dinge besprochen. Dann hatten sie als Antwort, eine war, man soll einfach den Backstein nehmen und keinen kaputt machen. Da habe ich gesagt, was sei das für eine Moral? Das interessiert mich doch nicht, oder? Eigentlich, man kann ja den auch schroten, oder? Und so weiter. Auf jeden Fall hat es da keine Antwort gegeben. Und dann habe ich mich parallel zum Studium mit diesen Proportionen beschäftigt, weil ich immer nervös werde, wenn es willkürliche Entscheidungen gibt und unendlich viele Variationen. Das heißt, ich suche den exakten Wert. Dann habe ich so geschaut und mit der Zeit habe ich gemerkt, es gibt den Golden Schnitt, es gibt das Triangulum und dann hat es so eine Figur von Da Vinci gegeben mit dem Kreis und so. Und da habe ich gedacht, ich mache mal die Arme in die Ecke und der Kreis geht durch die Ecke und dann habe ich das so angeschaut. Ich mache manchmal auch so kleine Vorträge für die Studenten, oder? Das ist dann so ein Heft, oder? Nicht? Da hat es dann diese Proportionszeichnungen drinnen, die sind dann von mir. Und mit der Zeit habe ich festgestellt, dass diese Figur hier, das ist ja nur ein Arbeitsinstrument, oder? Dass wenn der Kreis da durchgeht und das berührt, muss man das so konstruieren, mittelsenkrechte, diagonale, mittelsenkrechte, da kommt man den Mittelpunkt und den Schnittpunkt hier und ich habe dann gesehen, dass in dieser einfachen Grundfigur das Triangulum und der goldene Schnitt bis auf beim Tausendstel genau vorhanden sind. Und es hat ja Kunstbücher oder Untersuchungen gegeben, wo man es auf den goldenen Schnitt fixiert hat oder das Triangulum. Und dann habe ich gefunden, es ist so eine einfache Grundfigur. Und ich habe praktisch beide wesentlichen oder zwei wichtige Proportionen in dieser Rumpf. Ich nehme die und dann habe ich das einmal ausgerechnet, das ist dann erst Jahre später gewesen, oder? Und habe gemerkt, das sind ja Achtel. Also der goldene Schnitt ist nahe bei 5/8 und das Triangulum ist nahe bei 7/8. Das heißt, wenn wir jetzt bei uns arbeiten, jemand kommt, muss er zuerst lernen, dass man 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 macht. Also im Grunde genommen werden, wenn man feinere Schritte sucht, nur durch gerade Zahlen geteilt. Und wenn man ein Grundgerüst hat, das hauptsächlich proportioniert ist, kann ein Mitarbeiter über Teilungsschritte, wenn er die diszipliniert macht, diese Türen und diese Dinge bemessen. Und das heißt, wenn man zusammenarbeiten, ist nicht
jede Welt vorhanden und die kommen dann so quasi eklektizistisch in einem Bauwerk zusammen, sondern es ist mehr oder weniger eine Einheit. Und mit diesen Teilungsschritten hat man immer ein genaues Maß. Das heißt, ich bin eigentlich die ideale Person für den Computer. Oder? Ich kann ihn nicht bedienen, aber eigentlich kann ich sagen, ich kann immer den genauen Wert eingeben. Oder? Und weil ich, das hat mit dem, und das ist für mich ohne diesen kleinen Rechner und dieses Maßsystem könnte ich Ihnen nur Entwurfskizzen geben. Aber ich könnte kein Haus bauen. Weil ich nicht weiß, ob ich 1,75,5, 1,76 und so schreiben soll und wir ja hunderte von Zahlen auf den Plänen haben. Und das heißt, wenn wir ein neues Projekt machen, dann suche ich irgendeine Ausgangsgröße, sei es die Höhe, die Länge oder die Tiefe, irgendetwas suche ich, das braucht viel Zeit, in den Bedingungen, die wir heute haben, das ist ja nicht wie eben Palladio, wo einfach so, sondern wir haben Baugesetze und enge Grundstücke, und dann haben wir eine Ausgangsgröße und die wird dann abgemacht und von dort aus geben wir den Gebäuden die Masse. Das ist das Hierarchische daran, dass ich behaupte, das Geld spielt keine Rolle bei einem Bauwerk. Ich kann es auch mit ganz minimalen Mitteln machen. Und ich kann es aber auch mit teuren Materialien machen. Aber das Wesentliche ist immer vorhanden. Und es, wenn Sie ein banales Hauszeichen ohne Proportion und so weiter, das mit Gold eindecken, dann ist das etwas vom Tragischsten auf der Welt, das ich kenne, ja. Oder das ist dann, oder? Und das ist eben die Hierarchie, oder? Und das ist ein wunderbares, das eröffnet nicht den Entwurf, aber das ist ein Hilfsmittel, oder? Weil wir das eben mit Zahlen kommunizieren. Und das ist nicht nur ein zweidimensionales. Nein, das ist in den Fassaden, oder? Also da haben wir dann so Strichpläne, oder? Ja. Über Eck und so, das sind dann immer diese Linien, oder? Nur, Sie dürfen nie einen Schatten machen, Sie dürfen nie Material zeichnen, wenn es um die Maße geht, sondern diese einfachen, nackten Linien müssen die Wirkung haben, dass man das Gefühl hat, das wird ein gutes Haus. Möchten Sie noch einen Kaffee? Ich habe nur diese Becher, ich habe noch Whisky. Ja, ein Whisky.